Als Milliardär folgt man typischerweise dem klassischen Milliardärshandbuch. Zuerst einmal steinreich werden, dann als nächstes Media-Assets akquirieren, zum Beispiel Zeitungen, Fernsehsender oder Filmstudios. Und zuletzt den öffentlichen Diskurs der Welt nach eigenem Gutdünken beeinflussen. Elon Musk als reichster oder sagen wir manchmal reichster Mann der Welt ist in mancher Hinsicht irgendwie beim Punkt steinreich sein stecken geblieben. Sein Vorschuss Twitter zu kaufen wäre ein klassischer Milliardärsmove gewesen, aber es scheint so, als würde der Plan nicht aufgehen. Musk möchte vom Deal zurücktreten und Twitter möchte Musk verklagen, dass er Twitter kaufen muss. Die komplette Twitter-Elon-Musk-Saga so verworren, dass sich da viele Fragen ergeben. Was ist der wahre Grund, warum Musk Twitter erst kaufen wollte, aber jetzt nicht mehr kaufen will? Kann Musk dazu verklagt werden, dass er Twitter kaufen muss? Und was heißt das alles für Twitter? Am 4. April 2022 wurde bekannt, dass Elon Musk 73,5 Millionen Twitter-Aktien gekauft hat. Damit besitzt er insgesamt 9,2% des Unternehmens. Das macht ihn zum größten individuellen Shareholder, ansonsten haben nur andere große Institutionen ähnlich große Shares. Beispielsweise Vanguard mit 10,3%, Morgan Stanley mit ca. 8% und BlackRock mit 6,5%. Dieser Kollege ist der CEO von Twitter. Der junge Inder ahnte eventuell schon, dass Musk es nicht bei einem Anteil von ca. 9% belassen wird. Wie sagt man so schön, keep your friends close and your enemies closer. Twitter bietet also Elon Musk einen Sitz im Company Board an. Elon Musk is exactly what the company needs. Ich denke mal, die meisten wissen, was das ist. Für die, die es nicht wissen, ganz grob vereinfacht, sowas ähnliches wie der Vorstand bei uns. Der Sitz im Company Board ist aber an eine kleine, aber feine Bedingung geknüpft. Musk darf nicht mehr als 14,9% der Anteile an Twitter besitzen. Der Vorstand wiegt sich in Sicherheit. Klar, mit maximal 14,9% der Anteile und einem Boardseat kann Elon zwar etwas Einfluss auf das Geschäft von Twitter nehmen, aber wenigstens kann er nicht die Bude komplett kaufen und machen, was er will. Nicht, dass er am Ende noch die ganzen Low-Performer feuert. Am 9. April, ein paar Stunden bevor er in den Vorstand aufrücken soll, haut Elon Musk eine kleine Überraschung raus. Er wird dem Vorstand nicht beitreten. Um den Ernst der Lage zu würdigen, haut er noch folgende Tweets raus. Doch Musk ist noch lange nicht fertig. Wenige Tage später gibt er, natürlich per Tweet bekannt, dass er ganz Twitter kaufen möchte. Das Angebot? 54,2 US-Dollar pro Share. Im Anschluss macht er auch klar, er will die Company kaufen und anschließend privatisieren, also von der Börse runternehmen. Twitter wehrt sich anfangs. Sie implementieren sogar etwas, was sich eine Poison Pill nennt. Für die Low-Performer unter euch, das ist im Grunde ein Mechanismus, der in sogenannten Hostile Takeovers oft verwendet wird. Die Anteile der Person, die eine Firma übernehmen möchte, werden dann ab einem gewissen Punkt so stark verwässert, dass es schwierig wird, die Übernahme zu bewerkstelligen. Nach einigen Tagen aber kommt die große Überraschung. Twitter akzeptiert Elons Angebot. Okay, Angebot angenommen, dann muss ja nur noch bezahlt werden. Easy. Wie wenn ich hier zum Beispiel auf den Abo-Button drücke, weil der Kanal so gut ist und ich eh schon mit meinen Zwangs-GZ-Gebühren dafür bezahle. Ab hier fangen die Probleme aber erst so richtig an. Elon verkauft ein paar Tesla-Shares, überzeugt Leute wie den saudischen Prinzen oder Larry Ellison, den Oracle-Gründer, bei der Finanzierung der Akquisition zu helfen. Und die Excel-Monkeys in Elons Finance-Team fangen an, die Dealzahlen zu massieren. Ein wichtiger Input, den sie anfragen, wie viele Bots gibt es eigentlich auf der Plattform? Doch warum ist das wichtig? Naja, nehmen wir den Extremfall an, 90% der Nutzer auf Twitter sind eigentlich gar keine echten Menschen, sondern Bots. Dann sind, natürlicherweise, Unternehmen viel weniger bereit, Werbung auf Twitter zu schalten, als, naja, wenn es halt echte Leute wären. Der CEO von Twitter stellt ein paar Erklärungen zur aktuellen Anzahl an Bots versus echte User bereit. Elons Antwort ist kurz und prägnant. Aber gut, ab einem gewissen Vermögen ist sowas einfach okay. Musk und sein Team glauben nämlich, dass die Anzahl an Bots weit über den angegebenen 5% liegt. Das würde den Wert des Unternehmens natürlich deutlich reduzieren und wäre auch laut Vertrag eine Ausstiegsklausel für Musk. Aber na, stimmt das wirklich oder gibt es vielleicht noch andere Gründe für Elons Verhalten? Durch die News ist der Kurs von Twitter erheblich gefallen. Elon, als Fuchs, ist ja bekannt dafür, bei der ein oder anderen Anlageklasse beim Kurs nachzuhelfen, weshalb er hier einfach durch sein Handeln versuchen könnte, den Kurs zu drücken, um nachverhandeln zu können und dann letztendlich einen Rabatt auf Twitter zu bekommen. Was jedoch auch sein könnte, dass Musk kein Geld für den Kauf hat und sich enorm verschulden müsste. Ja, also der momentan reichste Mann der Erde mit einem Vermögen von mehr als 200 Milliarden US-Dollar kann sich den Kauf von Twitter nicht leisten und strauchelt bei der Finanzierung. Es ist nämlich so, dass sein meistes Geld natürlich in Unternehmen gebunden ist. Also, der hat ja kein Girokonto bei der Sparkasse, wo 200 Milliarden drauf sind.
Laut Quellen besitzt er gerade mal 33 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln, die er privat für den Kauf aufbringen will. Das ist natürlich beachtlich, aber bei einer Kaufsumme von 44 Milliarden noch nicht ausreichend. Gerade wenn man im Hinterkopf hat, dass die Familie Musk das Problem fallender Geburtenraten im Alleingang lösen will oder das Konzept von Verhütung noch nicht ganz verstanden hat. Die Finanzierung sieht nämlich wie folgt aus. Anfangs wollte Elon einen 12,5 Milliarden schweren Kredit für seine Tesla-Aktien aufnehmen. Was spannend wäre, da er dann ja seine ganzen Aktien verkaufen müsste, um an das Cash zu kommen, was dann wiederum den Tesla-Preis maßgeblich beeinflussen würde, aber egal, der Kredit wurde nun gänzlich gestrichen. Naja, die Liste der Investoren / Geldgeber ist lang und Musk will, Stand heute, ca. 12 Milliarden US-Dollar fremdfinanzieren. Was wiederum lustig ist, da Twitter letztes Jahr mehr als 200 Millionen US-Dollar an Schulden gemacht hat, was aber wiederum für Twitter ein sehr gutes Jahr war, weil sie im Jahr davor mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar verloren haben. Ob es jetzt kaufmännisch geschickt ist, für dieses Unternehmen mit diesen Verlusten mehr als 12 Milliarden US-Dollar an Schulden aufzunehmen, das muss jeder selber beurteilen. Vielleicht war Elon, als er sich die Zahlen genauer angeschaut hat, dann auch nicht mehr so bullig auf Twitter und sucht gerade nach einem Ausweg aus dem Deal. Man kann hier natürlich nur spekulieren. Jetzt möchte Twitter aber vor Gericht gehen. In Delaware, dem Bundesstaat, in dem sich Unternehmen in den USA am liebsten ansiedeln, wird es nun einen Showdown zwischen Musk und Twitter geben. Nur wird es sicherlich kein kurzer und spektakulärer Showdown wie 300 Spartaner gegen Perser, sondern eher einer wie in Tom und Jerry. Langwierig, aber hoffentlich unterhaltsam für uns. Experten sagen nämlich, dass der Delaware Court zwar dafür bekannt ist, recht effizient zu sein, der Prozess sich aber trotzdem über Monate, wenn nicht sogar Jahre hinziehen könnte. Und so sagte Musk auch vor einigen Tagen, er würde das Ganze gerne lieber gemütlich angehen. So, Freunde der Marktmanipulation. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut euch auch gerne meine anderen Videos an, die hier oben verlinkt sind. Und wenn hier ein paar Fußballfans sind, dann schaut auch mal gerne bei unserem Freund von Bums vorbei. Ich weiß, es ist jetzt kein Golf, Tennis oder Rudern, aber naja, muss man ja auch manchmal machen. Bis zum nächsten Mal.